Herzlich willkommen zur Schulungsreihe Smart Meter verstehen und anwenden. In diesem Video schauen wir uns mobile Messtechnik im Detail an. Fragen wie, was ist mobile Messtechnik, wie kann sie effizient im Unternehmen eingesetzt werden und welche Mehrwerte bietet sie für Unternehmen, schauen wir uns im Detail an. Weiterhin betrachten wir auch die Mehrwerte von mobiler Messtechnik anhand konkreter Praxisbeispiele. Schauen wir uns zunächst einmal an, wie sich Smart Meter von mobiler Messtechnik unterscheiden. Smart Meter haben wir ja schon im Modul 2 dieser Videoreihe kennengelernt. Diese erfassen in der Regel den Gesamtstromverbrauch des Unternehmens, gemessen am Netzanschlusspunkt. Im Vergleich dazu bietet der Einsatz mobiler Messtechnik die Möglichkeit, die Lastflüsse einzelner elektrischer Teilbereiche oder Verbraucher zu erfassen. Die Erhebung dieser detaillierten Daten wird auch als Submetering bezeichnet. Dabei kann an einer beliebigen Stelle hinter dem Hauptstromzähler oder Smart Meter gemessen werden, um eine detaillierte Aufschlüsselung des Stromverbrauchs zu erhalten. Um Rückschlüsse auf das Betriebsverhalten und den Energieverbrauch zu ziehen, müssen die Daten von Smart Metern, aber auch von mobiler Messtechnik systematisch ausgewertet werden. Smart Meter-Daten stehen in der Regel ab der Installation der Systeme zur Verfügung. Das heißt, man hat über einen langfristigen Zeitraum, über mehrere Jahre teilweise, Daten zur Verfügung. Bei der Auswertung dieser Daten können daher auch saisonale Einflussfaktoren, wie beispielsweise die Außentemperatur, betrachtet werden und wie diese Einflussfaktoren den Verbrauch beeinflussen. Die Detailtiefe von Smart Meter-Daten ist allerdings eher gering, da wir, wie eben schon gesagt, nur den Gesamtstromverbrauch des Unternehmens haben und keine detaillierten Daten, beispielsweise einzelner Teilbereiche. Eine entsprechend höhere Detailtiefe erreicht man hingegen mit mobilen Messsystemen. Hier werden einzelne Teilbereiche oder elektrische Verbraucher separat erfasst und ausgewertet. Die Daten ermöglichen somit Rückschlüsse auf das Verbrauchsverhalten, das Betriebsverhalten und weitere Lastgangcharakteristika, die analysiert werden. Allerdings erfolgt der Einsatz mobiler Messtechnik in der Regel in Kurzzeitmessungen. Das heißt, die Daten werden nur über einen Zeitraum von 2 bis 4 Wochen erhoben. Daher können hier keine saisonalen Einflussfaktoren auf den Verbrauch betrachtet werden. Schauen wir uns nun einmal den Aufbau mobiler Messsysteme im Detail an. Wir sehen hier ein mobiles Messsystem für Wirkleistungsmessungen in Form eines Messkoffers. Um die elektrische Leistung zu ermitteln, benötigt der Messkoffer sowohl einen Eingang für die Spannung als auch für die Stromwerte. Aus den Spannungs- und Stromwerten werden dann die Leistungswerte berechnet. Je nach Anbieter kann der Aufbau mobiler Messsysteme variieren, aber vom Grundaufbau sind die Systeme ähnlich. Beispiele für Unterscheidungsmerkmale sind die Anzahl der verfügbaren Messkanäle oder auch die Zusatzfunktionen wie beispielsweise die Messung der Spannungs- oder Netzqualität. In dem hier betrachteten System wird der Spannungsabgriff über den Anschluss an eine handelsübliche Drehstromsteckdose sichergestellt. Der hier abgebildete Messkoffer verfügt über insgesamt 18 Anschlüsse für Stromwandler und Messspulen. Große elektrische Verbraucher wie beispielsweise Lüftungsanlagen werden in der Regel über 3 Phasen an das Stromnetz angeschlossen. Um diese Verbraucher zu erfassen, müssen wir also auch Messwandler oder Messspulen an allen 3 Phasen installieren. Ein Messkoffer wie hier abgebildet mit den 18 Anschlüssen erlaubt es uns also, dass wir insgesamt 6 dreiphasige Verbraucher erfassen können. Die Möglichkeit, mehrere elektrische Verbraucher parallel zu erfassen, ist ein wichtiges Qualitätsmerkmal für mobile Messtechnik. Denn sie erlaubt uns, dass wir den Stromverbrauch schnell und effizient auf einzelne Verbraucher aufschlüsseln können. Die Messdaten werden in der Regel auf dem Koffer gespeichert. Viele Messkoffer enthalten aber auch SIM-Karten, um die Messdaten dann auf einen Server zu übertragen. Dadurch sind zum einen Plausibilitätsprüfungen während der Messung möglich, aber auch der Datenzugriff wird vereinfacht. Das Messequipment, also die Stromwandler und die Messspulen, können mit geringem Installationsaufwand an der elektrischen Verteilung angeschlossen werden. Die Stromversorgung des Verbrauchers muss dazu nicht unterbrochen werden, denn die Sensoren können um die stromführenden Leiter gelegt werden. Die Messgenauigkeit solcher Stromwandler und Messspulen ist natürlich nicht vergleichbar mit geeichten Stromzellern. Sie reicht aber völlig aus, um Analysen des Stromverbrauchs zu ermöglichen. Bei der Installation der mobilen Messtechnik ist allerdings zu beachten, dass diese nur durch fachkundiges Personal, also eine Elektrofachkraft, installiert werden darf. In diesem Beispiel ist ein mobiler Messkoffer an der elektrischen Verteilung eines Lüftungssystems angeschlossen. Der Messkoffer wurde dabei so platziert, dass die Schaltschranktüren problemlos wieder geschlossen werden konnten.
Zu erkennen sind die an den verschiedenen Abgängen der elektrischen Verteilung installierten Stromwandler und Messspulen, die die Messwerte erfassen. Bei solchen Unterverteilungen werden in der Regel sowohl die Zuleitung, also der Gesamtstrombezug der Verteilung, als auch mehrere elektrische Verbraucher parallel erfasst. In diesem Beispiel konnten der Zu- und Abluftantrieb, Abluftventilatoren der WCs, die Steuerspannung sowie einzelne Lüftungspumpen separat durch die Sensoren erfasst werden. Um einen möglichst effizienten Einsatz der mobilen Messtechnik im Unternehmen sicherzustellen, wird ein Messkonzept mit einem Top-Down-Ansatz angewendet. Dabei erfolgt die Installation der Messwandler zunächst an elektrischen Hauptverteilungen, dann an darunterliegenden elektrischen Unterverteilungen und schließlich an einzelnen elektrischen Verbrauchern. So kann der Gesamtstromverbrauch strukturiert auf einzelne Teilbereiche und elektrische Verbraucher aufgeschlüsselt werden. Die Flexibilität dieses Messkonzeptes kann zusätzlich gesteigert werden, indem man nicht nur einen, sondern mehrere Messkoffer parallel einsetzt. So ist es möglich, Teilbereiche oder elektrische Verbraucher an mehreren Messlokationen zeitlich parallel zu erfassen. Schauen wir uns nun zwei Praxisbeispiele zum Einsatz mobiler Messtechnik an. In diesem ersten Beispiel wurde eine Messkampagne in einem größeren Bürogebäude durchgeführt. Dabei wurden mehrere Abgänge an der elektrischen Hauptverteilung erfasst. In dem dargestellten Sankey-Diagramm ist die Aufschlüsselung der Gesamtgrundlast auf die einzelnen erfassten Messpunkte dargestellt. Dabei wird zum einen deutlich, dass die Gesamtgrundlast in dieser Messung nahezu vollständig aufgeschlüsselt werden konnte. Das heißt, in dieser Messung wurden alle relevanten Messpunkte identifiziert. Weiterhin können diejenigen elektrischen Verbraucher identifiziert werden, die einen großen Anteil an der Gesamtgrundlast ausmachen. In diesem Beispiel betrifft dies den Server mit der zugehörigen Kühlung als auch die Heizungspumpen. In dieser Messung wurden die einzelnen Gebäudebereiche separat erfasst. Diese Gebäudebereiche machten in Summe einen großen Anteil an der Gesamtgrundlast aus. Hierbei wurde deutlich, dass das Büroequipment von ca. 700 Arbeitsplätzen maßgeblich für die Gesamtgrundlast verantwortlich ist. An dieser Stelle sollte man dann auch mit Maßnahmen ansetzen, um den Grundlastverbrauch zu optimieren. In dem zweiten Praxisbeispiel schauen wir uns ein Kompressorsystem in einem metallverarbeitenden Betrieb genauer an. Wir sehen hier dargestellt das Tageslastprofil des Kompressorsystems in einer Auflösung von 15 Minuten. Zu erkennen ist auf der einen Seite die Betriebszeit des Kompressors, in diesem Fall von 6 Uhr morgens bis 23 Uhr abends, mit dem höheren Verbrauch. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass gerade nachts zwischen 0 und 5 Uhr ein nennenswerter Verbrauch anliegt. Ein weiterer Vorteil von mobiler Messtechnik ist auch, dass man gegenüber den Smart-Meter-Daten auch auf höher aufgelöste Messdaten zurückgreifen kann. In diesem Fall schauen wir uns die Messdaten des Kompressorsystems im Zeitraum von 1 bis 2 Uhr in einer Auflösung von 10 Sekunden an. Bei der Betrachtung dieser Daten wird deutlich, dass der Kompressor ein regelmäßiges Takten aufweist. Das kann darauf hindeuten, dass der Kompressor auch während der Ruhezeiten versucht, ein bestimmtes Druckniveau aufrechtzuerhalten. An dieser Stelle sollte zunächst geprüft werden, ob dieses regelmäßige Takten oder Halten des Druckniveaus überhaupt notwendig ist. Durch weitere Maßnahmen, wie beispielsweise die Installation einer Zeitschaltuhr, kann der Kompressor nachts ausgeschaltet werden und so hinsichtlich seines Betriebsverhaltens optimiert werden. In diesem konkreten Beispiel ergaben sich durch diese Maßnahme Einsparungen von etwa 2700 Kilowattstunden im Jahr, was Kosteneinsparungen von etwa 500 Euro pro Jahr entspricht. Fassen wir also zum Ende noch einmal zusammen. Welche Mehrwerte bieten mobile Messsysteme für Unternehmen? Zunächst einmal haben wir gesehen, dass mobile Messtechnik installiert werden kann, ohne die Stromversorgung zu unterbrechen. Weiterhin haben wir gesehen, man kann auch auf hoch aufgelöste Messdaten zurückgreifen, um Detailanalysen durchzuführen. Die detaillierten Stromverbrauchsdaten ermöglichen es, relevante Stromverbraucher zu identifizieren. Diese können dann in einem weiterführenden Schritt hinsichtlich des Betriebsverhaltens analysiert und optimiert werden. Darüber hinaus können anhand der Messungen auch relevante Grundlast- und Lastspitzenverbraucher identifiziert werden. Die Identifikation der Grundlastverbraucher ist wichtig, da mit der Reduktion der Gesamtgrundlast auch große Kostenreduktionspotenziale verbunden sind. Mit einzelnen Lastspitzen können für Unternehmen hohe Kosten verbunden sein. Daher ist es sinnvoll, auch Lastspitzenverbraucher im Detail zu betrachten. Die mobilen Messdaten ermöglichen es, hierzu Analysen durchzuführen und Lastspitzen zu optimieren. Schließlich können anhand der detaillierten Stromverbrauchsdaten auch Muster, Anomalien oder Ineffizienzen im Verbrauch erkannt werden.
Solche Ineffizienzen können beispielsweise Geräte sein, die eigentlich ausgeschaltet sein sollten oder Defekte aufweisen. Auch Anomalien können anhand der Messdaten betrachtet werden. Allerdings ist dabei zu beachten, dass dazu häufig auch langfristige oder wiederkehrende Messungen notwendig sind. Abschließend vielleicht noch ein paar Informationen, wie Sie vom Einsatz mobiler Messtechnik profitieren können. Für kleine Unternehmen macht die Anschaffung eines mobilen Messsystems in der Regel wenig Sinn, da die Einarbeitung in die Technik zu aufwendig ist. Vielmehr sollte darauf geachtet werden, dass bei Effizienzanalysen oder Energieberatungen gezielt Messungen durchgeführt werden. So können Experten auf der Grundlage detaillierter Verbrauchsdaten den energetischen Ist-Zustand des Unternehmens ermitteln und Optimierungspotenziale identifizieren. So viel zu den Grundlagen und Praxisbeispielen zu mobiler Messtechnik in Unternehmen. Im nächsten Video schauen wir uns das betriebliche Energiemanagement mit der ISO 50005 genauer an. Vielen Dank fürs Zuschauen.